Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, Freunde, ihr könnt euch vielleicht noch an das tolle Lama erinnern von Checker. Und da habe ich jetzt was Neues, und zwar einen Papagei. Ja, Freunde, der Papagei. Der hat 740 Teile, kostet bei Bluebricks oder kostete bei Bluebricks 50,95 Euro und macht einen Steinepreis von, ich glaube, 6,8 Cent oder sowas. Genau, 6,8 Cent. Ich sagte kostete, weil der ist nämlich ausverkauft. Es gibt bei Bluebricks allerdings ganz, 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 ganz viele Tiere. Genau gesagt 399. Also, wenn sie nicht ausverkauft sind. Also ihr könnt schon sehen, es gibt irre viele Tiere. Und ich verlinke euch das mal unten in der Videobeschreibung. Ihr wisst ja, das ist ein Affiliate-Link und da kriege ich ein bisschen was dafür, wenn ihr über den Link kauft. Ich verlinke euch einfach mal diese Checker-Seite und egal, was ihr dann davon kauft, wie gesagt, eine kleine Provision für mich und hilft natürlich mir und meinem Kanal auch ein bisschen weiter. Gut, ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch sein. Ich habe den Papagei bekommen von... Und jetzt schlagt mich bitte nicht. Entweder war es der Dirk Rademacher, der ihn mir geschenkt hat, oder es war der Conor McLeod. Nagelt mich bitte nicht fest. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den bekommen habe. Ihr wisst, ich hatte mal so eine Phase, da ging es mir auch nicht sonderlich gut. Und da hatte ich überhaupt keine Lust, irgendwas zu bauen. Das hat mich dann genervt mit den Diamond Blocks. Das hat mich genervt mit den Checker. Mich hat irgendwie eigentlich sogar alles genervt und da hatte ich also auch wirklich nicht richtig Lust, es zu bauen. Und ja, deswegen stand der auch ziemlich lange rum und bis ich mich dann dazu entschlossen habe, das Freunden von mir zu geben, der lieben Martha und den Jens, liebe Grüße an der Stelle nochmal, die haben das dann für mich aufgebaut. Hatten ihren Spaß, definitiv, kann ich euch sagen. Es sind jetzt nicht mehr viele Sachen. Ich weiß, ich habe das in den Kommentaren öfter gelesen, ob ich jetzt überhaupt nichts mehr aufbaue. Nein, ich baue wieder auf. Ich habe jetzt immer nur so eine Phase gehabt, da hatte ich überhaupt keine Lust. Und das habt ihr mitbekommen, aber das ist ein anderes Thema. Aber den hier, der gehörte dazu und den habe ich eben nicht aufgebaut. Und deswegen ist der jetzt auch schon fertig. Ne? So schaut der Ganze dann aus. Und ich muss sagen, er sieht richtig, richtig cool aus. Wirklich, das kann ich nicht anders sagen. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Von den Farben her, von dem Stand her, wo er drauf sitzt, also jetzt fehlt nur noch irgendwie so ein Tonmodul, der dann irgendwie so ein bisschen nachplappert. Aber den finde ich richtig genial und ihr könnt es ja auf der Schachtel schon alleine sehen, was die alles da für Tiere anbieten. Hier vorne das nochmal, hier unten haben wir dann auch nochmal Tiere. Also es ist echt der Wahnsinn. Katzen ohne Ende, Hunde ohne Ende, es ist ein Traum. Muss aber auch dazu sagen, ist nicht gerade günstig. Ne? Ich meine, 50,95 für 740 Teile, ja, 6,8 Cent. Man muss halt aber auch sehen, was man noch an Ersatzteilen bekommt. Das ist alles Ersatzteile hier. Jetzt mal abgesehen von den ganzen Stiften, ne? die haben sie mir hier netterweise so einzeln eingepackt, weil es ja verschiedene Farben sind. So, da haben wir ja schon hier diese Ersatzstifte ohne Ende. Klar, bei denen kann ich es aber noch verstehen. Die fallen mal runter, die findest du vielleicht dann nicht mehr oder so. Oder der Staubsauger saugt die auf und furzt sie. Aber schaut euch mal an, dieser ganze Beutel hier, der übrig ist mit den Ersatzteilen. Der Wahnsinn, oder? Da kannst du nochmal ein Tier extra bauen, so einen kleinen Papagei vielleicht noch oder so. Das ist der Schraubendreher dazu. Ich sage halt einfach Schraubendreher, es ist... Das ist schon fast Uhrmacherwerkzeug hier, so dünn ist das Ding hier vorne. Und da wird dann nur so einmal kurz gedreht und dann ist es hier schon fast 90 Grad, 45 Grad, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe das Lama ja gebaut, aber das ist schon eine Weile her. Ja, und jetzt schauen wir mal noch, wie hoch der ist, weil der hat nämlich eine ziemlich stattliche Größe. Da sind wir bei 32 cm in der Höhe. Breite haben wir auch so, Pi mal Daumen, 8,5. Genau, und eine Tiefe, naja, Tiefe ist ein bisschen schwer zu messen jetzt mit dem Schwanz hinten und dem Schnabel vorne. Ich würde sagen, so an die,
Ja, 16 Zentimeter ungefähr, würde ich sagen. Aber was sagt ihr dazu? Wie gefällt euch der? Ich meine, von den Farben her ist er doch echt richtig, richtig gut geworden. Ne? Und es ist auch echt stabil hier mit diesem. Naja, gut, ich meine, was soll da passieren? Ist ja alles gekontert, ne? Ist klar. Ja, aber ich habe euch ja auch gezeigt, wie das mit dem Lama war, mit dem Aufbau. Von daher wisst ihr das ja. Und auch das ist ja sehr stabil. Trotz allem möchte ich euch noch mal kurz das Anleitungsheft hier zeigen. Wir haben da nämlich 21, warte mal, wenn ich es falsch sage, 21 Seiten, dann ist er fertig und 149 Bauschritte. Genau. Und wir gucken uns mal so einen einzelnen Bauschritt an. Ja, das wird dann immer so farblich dann dargestellt, diese neuen Bauschritte, die man da reinknallt, also die neuen Steine, die man da reinmacht. Und die anderen sind so ausgegrünt, würde ich sagen. Das ist so ein, ja, so ein komisches Grün. Und dann steht auch dabei immer, was für Stifte rein müssen. Hier zum Beispiel die 2, da unten irgendwo habe ich die 3 gelesen hier. Ja, also eine Dreierlänge dann zum Beispiel. Ne? Das muss dann ja alles da so eingebracht werden, wie es da drauf steht. Dann hat man einmal, wenn wir zum Beispiel so ein einzelner Grüner irgendwo ist, wie hier, da steht dann extra noch Green dabei, dass man es auch nicht verpasst, ne, dass er da rein muss. Ja, und ansonsten seht ihr schon hier mit den Stiften immer schön ringsrum. Ne. Also das Lama hier, das hat in einer gewissen Hinsicht Spaß gemacht, aber irgendwann hat es mir dann doch gereicht und ich wollte es eigentlich nicht mehr machen. Dann kam aber der Papagei und wie gesagt, ja, tut mir leid an der Stelle, dass ich da keinen Nerv zu hatte, das zu machen. Aber er ist ja doch fertig und er bringt mir jetzt Freude. Und das muss ich wirklich sagen. Der kriegt einen Ehrenplatz im Regal, weil der schaut nämlich richtig gut aus und bringt auch noch so ein bisschen Farbe rein. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Sachen von Checker findet. Habt ihr die schon gebaut? Wenn ja, was habt ihr schon gebaut? Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Schreibt mir das gerne mal rein. Würdet ihr euch die holen für den Preis auch, weil die sind ja doch relativ teuer. Also ich habe da mal geguckt. Ich kann ja noch mal da kurz reingucken. Also wenn ich dann sehe, du hast hier Hunde, die kosten 54 Euro, 65 Euro, dann, ich weiß nicht, es gibt ja, wie gesagt, Massen an diesen Tieren, Katzen hier, 65 Euro. Dann gibt es hier ein Chow-Chow, genau, der kostet 104 Euro, hat allerdings auch 2710 Teile. 2710 Teile, auch wenn ich jetzt den Teilepreis sage von 6,8 Cent, bei dem Papagei jetzt zum Beispiel, es sind nicht die Stifte mitgerechnet. Ja? Das gleich mal dazu gesagt. Also die Stifte sind da nicht dabei. Das sind rein diese Teile, die da sind. Also die normalen Bausteine. Also wenn man da sieht, 1000, was habe ich gerade gesagt hier, 2710 Teile, es ist dann schon ein Klopper. Warte mal, ich kann euch das mal zeigen oder sagen. Der hat eine Größe von, also eine Länge von 35 cm fast. Ja, also 34,4. So lang ist dieser, ja, jetzt mal im Vergleich zu dem Lama. So, da wo mein Daumen ist, so groß ist er noch. Und 27 cm hoch. Ja, das kommt ungefähr gleich. Ja, also das ist schon ein Klopper dann, ne, für diese Teile. Ich weiß nicht mal, was das Lama hat, das finde ich da auch gar nicht mehr. Ich habe mal vorhin gesucht. Aber wie gesagt, ich verlinke euch dieses Bluebricks Checker-Seite, verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung und vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Vielleicht findet ihr es interessant. Dann könnt ihr da gerne da über meinen Link kaufen. Würde mich freuen. Ansonsten soll es das gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das kleine kurze Video gefallen und der Papagei. Und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und Abo nicht vergessen und einen Daumen hoch, würde mich auch freuen. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao, euer Paul. Jetzt steht der voll. Mir steht ja voll im Gesicht die ganze Zeit. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber okay, das soll es gewesen sein. Macht's gut. Ciao.